Jetzt also der Abschluss der Gruppenphase. Bisher ein vernünftiges Turnier, oder Buschi? Kann man absolut so sagen, Wolf. Die Teams bisher mit sehr ordentlichen Leistungen. Man muss ja immer bedenken, es ist ein Vorbereitungsturnier. Also ich hoffe mal, dass es heute so weitergeht. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Sie werden heute über die Flügel kommen. Ucha! Souverän gemacht vom Torwart. Stark gemacht, das könnte was werden. Schussversuch. Er hält ihn nicht. Er kam dran, aber der Ball ist im Netz. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ucha. Ziyech. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Traoré. Und jetzt ist die Chance vorbei. Er hält ihn fest. Kurzawa. Jetzt haben sie den Ball verloren. Durch. Ucha. Tor, ganz stark gemacht. Sie lassen heute einiges an Chancen zu und jetzt eben der Gegentreffer. Ja, so richtig gut sind sie nicht im Spiel. Sie bekommen den Gegner nicht in den Griff. Das 2:0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ucha, da passt der Torhüter auf. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Auf der Linie gerettet, ganz stark gemacht. Und das war so knapp, Wahnsinn. Und jetzt ein Schuss. Der Ball geht knapp drüber. Thomas. Ucha, da ist er drin, ein tolles Tor. Das hat er stark mit dem Innenriss gemacht. Er kann es eben auch mit Gefühl und Technik. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Aurier. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Jetzt Fabregas am Ball. Sie wollen den Gegner laufen lassen, guter Seitenwechsel. Werden. Er zieht ab. Da ist er durch, aber er behält die Nerven nicht. Ein ganz knappes Ding. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. Nun Fabregas. Thomas. Und jetzt haben sie den Ball. Rudi.
macht er ihn. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Thomas. Cesc Fabregas. Aurier. Er arbeitet für die Mannschaft, ist vorne und hinten zu finden. Das macht ihn so stark und wichtig fürs Team. Die Mitspieler wissen, dass er immer 100% Einsatz zeigt. Dahoud. Sie kämpfen um den Ball. Jetzt schießt er. Gute Chance eigentlich, aber dann doch zu hoch angesetzt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Er versucht's. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Da stand er gut und gibt Freistoß. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Kimbembe. Thomas Müller. Und Cesc Fabregas. Aurier. Er ist da und kann den Ball hier klären. Kurzawa. Zwei Minuten mehr nachgespielt. Schuss! Da passt der Klasse auf. Und so, es ist soweit. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar, ne? Er ist nie richtig ins Spiel gekommen. Also da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Gar kein Zweifel. Elfmeter. Er gibt den Elfer und nur gelb. Na, ich glaube, das geht in Ordnung. Da zeigt der Schiedsrichter Fingerspitzengefühl. Er macht das Tor. Guter Elfer. Das hat er erwartungsgemäß erledigt. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. 3-1 heißt es also jetzt. Super durchgesetzt. Und jetzt ein Schuss. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Sie haben den Ball. Da werden sie zurückgepfiffen. Foul gegen Paris entschieden. Dahoud. Aurier. Und bei der nächsten Unterbrechung kommt der Wechsel. Der neue Mann steht schon bereit. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Was Ricardo Rodriguez angeht, sieht es nach einem Vereinswechsel aus, und zwar zu Werder Bremen. Gibt aber nichts Offizielles bisher. Insofern sollten wir noch abwarten, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Jetzt ist die Kugel weg. Freistoß. Und er hat auch schon gelb. Da muss er doch besser aufpassen. Er muss runter. Für das Foul zeigt ihm der Unparteiische die zweite gelbe Karte. Ja, da hätte er sich natürlich zurückhalten müssen. Zu spät für das Foul. Muss er natürlich vom Platz. Rudi.
Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Der Angriff könnte was werden. Rudi, brillant gemacht. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Und nun Carvalho. Sehr gut reingespielt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Bald also geht es richtig zur Sache. Das Finale in der Copa Europe steht an für Werder Bremen. Und der Gegner heißt gegen Paris Saint-Germain. Und nun ein Schuss. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. 5-1 jetzt also der Spielstand. Den spielt er wieder zurück. Das ist jetzt, geht er rein. Da ist er drin, ein tolles Tor. Aktueller Spielstand jetzt also 6-1. Stambouli. Cesc Fabregas am Ball. Müller am Ball. Und jetzt Bergkopf. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Schießt er ihn rein. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Cesc Fabregas am Ball. Carvalho jetzt am Ball. Ganz einfach an den Ball gekommen. Jetzt William Carvalho. Er schießt. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Ziyech. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Wird das jetzt gefährlich? Gute Flanke. Den Ball kann er rausköpfen. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Macht er ihn. Und Tor, den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Eine Mischung aus Können und Glück, dieser Treffer. Buschi. Ja, stimmt. Klar, er zielt schon in die Richtung, aber der Ball geht an den Innenpfosten und dann rein. Das kannst du eigentlich nicht so wirklich planen. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Er versucht's. Ärgerlich. Es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Da kommt der Schuss. Da passt der Torhüter auf. Und jetzt Müller. Regulär sind es noch 7 Minuten. Hisai. Und jetzt der Schuss. Noch ist Zeit und sie möchten den Spielstand gerne erträglicher gestalten. Der Ball geht allerdings nicht rein. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen.